made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für den Nintendo 3DS featuring Crush 4589. Der letzte große Part. Naja, beziehungsweise der letzte große Part des Solo-Player-Modus, denn nun betrachten wir nämlich von NES das ganze Moveset. Das wird nämlich der letzte große Solo-Player-Part. Ach ja, ich habe aber eigentlich auch gesagt, dass ich euch die Stages zeigen werde, die ganzen noch einmal, aber naja, wir haben es eh schon in den meisten Fällen gesehen und ich denke, das wird jetzt also nichts mehr bringen. Wir lassen das also sein. Und Wario ist hier im klassischen Mario-Outfit, weil so sah Mario früher mal aus. So, jetzt sehen wir uns mal die normalen Kombo-Techniken mit A an von NES. Kennen wir schon. Nach unten Angriff. Und nach oben. Und auf der Seite. Und jetzt noch nach unten. Nach unten der Angriff, der wehrt anscheinend Geschosse ab. Auf der Seite ist PK Feuer. PK Frost ist anscheinend, oder es ist nicht PK Spark, das ist PK Spark. PK Frost hat er anscheinend nicht drauf. Nach oben ist, der PK Donner, nein. Dann ist das PK Frost. Weil PK Donner hat er schon, sitzt ja gerade eben ein. Kann man natürlich selber kontrollieren, den Donner. Um natürlich auch sich versuchen zu retten. Und damit vielleicht auch, den Gegner einen zu verpassen, wenn man sich da selbst nämlich einen Stoß verpasst. Okay. Spezialtechniken haben wir also schon mal alle gesehen. Okay, vielleicht können wir noch versuchen, mal so zu erreichen mit einem PK-Donner. Bam. Ja, macht nicht besonders viel Schaden, aber wenn wir uns damit selber treffen... Wow, da können wir den Gegner... Wow. Ganz schön starken Schaden zu kriegen. Also man kann sich nicht nur selber dadurch retten, sondern den Gegner auch wirklich massig Damage zu bereiten. So. Jetzt die Smash-Angriffe auf die Seite. Nach unten das Jojo. Und... Ja, komm her, Wario-Lein. Mein Digger. Nach oben. Ja, man hat dann die Farben von Marios Latzhose und Hemd ein bisschen komplett umgetauscht, weil so sah Marios seinen Anfangszeiten noch aus. So. Und jetzt noch Luftangriffe von speziellen B nach unten, nach oben. Ja, das muss ich echt doch üben. Ja, das ist schwierig, den PK von da einer einzusetzen, aber... Mit der Zeit gewöhnt man sich dran, weil man ist es gewohnt, dass man den Angriff immer nur... Dass man normalerweise sofort hochgeschleudert wird. Okay, jetzt noch auf die Seite. PK Feuer und normal, das ist also der PK Frost. Und jetzt die Angriffe mit A nach unten. Nach oben. Auf die Seite. Und ganz normal. Und jetzt der Ultra Smash. Das ist bestimmt wieder der Sternenregen. Okay. Ja. Und da kann man sogar lenken, den Strahl. Das kommt auch noch dazu. Ja, diesmal kann man wirklich den Strahl auch lenken. Mit dem Analogstick. Ich dachte schon, okay, das trifft nicht, das geht nur in die Mitte. Okay, jetzt kommt Captain Falcon ins Spiel. Mit seinem mächtigen Falcon Punch. Okay, hier nochmal der normale A-Angriff. Und wenn man das spammt, den A, also wenn man A spammt... Na, wie macht er das nochmal? Ich glaube, man muss da gedrückt halten. Weil das setzt doch eine weitaus höhere Box-Kombo ein. Er hat doch da so eine richtige Box-Kombo eingesetzt. So, hä? Wieso macht er das nicht mehr? Ja, vielleicht muss ich da was anderes drücken. So, auf die Seite mit A, nach unten mit A. Und nach oben mit A. Hier bin ich. Hier spielt die Musik. Bams. Ja, das Moveset ist eindeutig bei
Ganondorf von Captain Falcon abgeguckt worden. So. Nach unten der Spezialmove ist Falcon Kick. Auf der Seite der Spezialmove ist der Falcon Uppercut. Und natürlich der mächtigste Angriff. Also, mächtigste Angriff natürlich mit B, Falcon Punch. Und natürlich noch nach oben. Der Falcon Packer oder was auch immer. So, und jetzt noch die Smash-Angriffe auf die Seite. Mit den Schultern. Reinbrettern. So, nach oben. Und nach unten. Okay, und jetzt noch die Luftangriffe. A nach unten, A nach oben. Auf die Seite. Den Knie. Und A ganz normal. So, und B nach unten, B nach oben, B auf die Seite, ja, danke schön. Und B, ja, und B ganz normal, Falcon Punch. So, und jetzt der Ultra Smash. Kennen wir auch aus Brawl. Er beschwert dann nämlich sein, Falcon Gleiter und BAM, überfährt damit seine Gegner. Sofern er sie auch damit zuerst noch treffen kann. Und jetzt noch der Villager. Den wollten wir uns auch noch genauer angucken. Weil es sind da einige Angriffe noch drin, die ich nicht ganz verstehe. Klippriger Gönner Gegner. So habe ich das nicht gelesen, da sind da glaube ich immer so Tipps und Tricks drin. So. Natürlich die Standard-Kombo mit dem Boxer. Oh, oh. Entschuldigt, Leute. Mit Boxhandschuhen. Sorry. Nach unten. Nach oben. Und ja, auf die Seite. Auf die Seite mit dem Schirm. Und der Sprintangriff, wo er eine Vase fallen lässt. Oh, wow. Oh. Das ist eine teure Vase, dafür musst du bitte bezahlen. So, B-Knopf ganz normal. Hä? Was macht er da? Hä? Was ist das? Musst du dafür was halten, einen Gegenstand oder so? Oder ist es ein Counter-Move? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein damit schwert er Schüsse ab. Das kann möglich sein. Da fängt er sie einfach auf und ja, schickt sie zurück. Und jetzt auf der Seite, da setzt er diesen Hydranten-Rakete ein. Und nach unten, da, ja, pflanzt einfach Bäume. Und keine Ahnung, was mit dem Baum gemacht wird. So. Gießen und... Ah ja, genau. Wenn man ihn fällt, dann fällt er auf den Gegner runter. Ich kapiere das schon. Ja. In der Luft kann man das natürlich nicht ausfüllen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. So. Okay, jetzt aber. Bam. So. Dafür ist es gedacht. So. Und nach oben. Ja, macht er einen auf Balloon Fighter. So. Und jetzt auch die Smash Moves. Die Bowlingkugel hier, die auf einen fallen lässt. Und nach oben, diesen Feuerwerkskörper. Auf die Seite haben wir schon die Bowlingkugel gesehen. Und jetzt nach unten. Ja, da kriegt er ihn einfach mal ein. Warum auch nicht? Haha, so kann man sich auch einen Vorteil verschaffen. Nicht schlecht. So. Ja, nicht schlecht. Okay. Okay, und jetzt noch, die Angriffe nach unten von der Luft, nach oben in der Luft, auf die Seite mit A und ganz normal mit A. Dann ist auch der Special Move nach unten, geht natürlich nicht. Balloon Fighter nach oben, auf die Seite, sagte ich. Und ganz normal. Ja, da fängt er irgendwelche Schüsse ein, das kann möglich sein, dass er das macht. Okay, und jetzt der Ultra Smash. So. Ja. Da baut er einfach um in ein Haus und bam, lässt es einfach explodieren. Okay. Das ist LOL. Aber
Geil. So, der Villager. Und jetzt kommen wir zu Captain Olimar. Olimar. Spricht man das aus? Captain Olimar aus Pikmin 1 und 2. In Pikmin 3 hatte er nur einen Geistauftritt. Da waren andere Helden. Charlie hieß ja der andere nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der andere Hauptheld hieß. So, erstmals Standardangriffe. Einfach Boxen. Nach unten. Nach oben. Wow, das ist geil. Und auf die Seite. Und jetzt auch der Sprint-Move. Einfach so. Bams. Cooler Seitwärts-Salto-Kick. Und dann noch Smash-Attacke nach vorne. Setzt ein Pikmin natürlich dafür ein. Und nach oben. Ebenfalls ein Pikmin. Und nach unten. Ebenfalls ein Pikmin. Okay. Und jetzt auch die Special Moves mit B-Knopf. Ich glaube, da holt er sich zusätzlich Pikmin, oder wie? Aber mehr als drei kann anscheinend nicht bei sich tragen. Auf die Seite, wirft er einfach die Pikmin auf die Gegner. Und die greifen natürlich an, so wie es in Pikmin gehört. Also mit B, da kann man erstmal die Pikmin zu sich holen. Mit nach oben. Ah, da lässt er die Flug-Pikmin nach oben flattern. Da kann er dieses Mal besser retten. Also mit nach unten ruft er die Pikmin zu sich. Dieses Mal also hat er eine bessere Hilfe, also eine bessere, besseren Rettungsmove als vorher, weil der letzte Rettungsmove, da brauchte man Pikmin, um sich retten zu können, ansonsten ging es nicht. So, und jetzt noch der Special Move nach unten in der Luft, nach oben, der Flug-Pikmin. Die Seite, da schießt man seinen Pikmin. Oh, jetzt sind sie alle weg. Ich kann da zum Glück auch neue holen. Und da haben wir sogar die schweren Pikmin und die giftigen weißen Pikmin. Okay, und jetzt noch B ganz normal in der Luft. Da holt er sich wahrscheinlich auch Pikmin raus. So, und jetzt noch A-Knopf ganz normal in der Luft. Nach unten, nach oben. Auf die Seite. Oh, that's the Ultra Smash. Gucken wir uns mal den an. Den kann ich jetzt aus Brawl nicht mehr auswendig. Bin mal gespannt, was der jetzt so macht. Ach ja. Da holt er einfach sein Dolphin raus. Und ja. Lässt einfach seine Bergdicht einfach seine Gegner. Okay. Keine Ahnung. Wenn die Gegner zurückgelassen werden, dann kümmert sich die Pikmin anscheinend um ihn. Und wenn der Dolphin auf den Gegner landet, dann macht er doch zusätzlich Schaden. Weiß nicht, ob das bei Super Smash Bros. Brawler auch so war. Habe ich anscheinend nicht ausprobiert. So. Die Wii Fit Trainer. Nein, diesmal möchte ich schon die Trainerin. Genau. Ja, diesmal möchte ich schon Frauenpower sehen. Hydropumpe, Gegner von der Stage. Man kann den Strahl nur schwer wieder entkommen. Ja, Kyogre, wenn man Kyogre beschwört. So, erstmals. Oh, schau einer an, was Pummeluff da für einen Hut trägt. Das ist doch der Hut von der weiblichen Haupthelden aus Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Okay, erstmals mit A-Knopf. Graziel. Nach unten. Und nach oben. Auf die Seite. Ja, doch da oben. So, auf die Seite. Rä, hat sie das echt so gesagt? Okay, und jetzt der Smash Move. Auf die Seite. Nach unten. Und nach oben. Bam. Ja. Machst dich gerade warm, ne? Bam. Oh. So. Und jetzt noch die Special Moves mit B-Knopf. Genau, da setzt sie diesen Lichtstrahl ein. Weiß nicht, warum sie plötzlich einen Lichtstrahl einsetzen kann. Und der heilt sie zudem noch. Wenn sie den einsetzt.
Okay. Und nach oben setzt sie diese Hula-Hoop-Reifen an, die sie auch als Rettungsmove verwendet. Okay. Atmung. Hä? Wann soll ich reagieren? Wahrscheinlich, wenn... Okay. So, da muss ich ein Quicktime-Event bestehen und das heilt mich praktisch. Okay. Und nach oben ist der Hula-Hoop-Reifen, haben wir schon gesehen. Schaut's mit dem seitlichen aus. Ach ja, das ist der Ball. Okay. Jetzt mal der Angriff nach unten mit A von der Luft. Nach oben. Auf die Seite. Und auf die Seite. Und normal. Und jetzt B-Knopf nach unten. B-Knopf in normal in der Luft. Nach oben. Hula-Hoop-Reifen. Und auf die Seite. Okay. Haben wir jetzt gesehen. Und jetzt kommen wir zum Ultra Smash. Ey, bleib da. Komm her, Smash Ball. Bam. Und jetzt. Wow. Nicht schlecht. Ja. Ich möchte schon noch weiter trainieren. Okay, die Wifi-Trainerin zeigt, wie sie einen wieder fit machen kann. Und jetzt kommt Dr. Mario. Weil da wir gerade von medizinischen Verhalten gesprochen, da wir gerade von Gesundheit und gesunder Fitness gesprochen haben, sollten wir auch gleich einen Arzt mal sein Werk vollrichten lassen. Ja, genauso wie Mario, Standard-Kombo mit A auf die Seite, Sprint. Angriff, ja, das war der vermisste Sprintangriff von Mario. Danach unten. Gegner von den Beinen fegen. Oben. So. Und der Smash-Angriff. Hier, zack. Von der Seite. Nach oben. Und nach unten. Für der Breakdancer. Und jetzt auch die Special Moves. Ja, hier setzt er einfach seine Pillen ein anstelle eines Feuerballs. Trifft auch nicht mal damit. B nach unten ist dieser Wirbel dieses Mal. Kann er jetzt auch ansetzen. Und ja. Das ist keine Fahne, oder? Was ist das nochmal? Ein Tuch, das er einsetzt. Jedenfalls damit wehrt er auch die Geschosse ab. Und sein Münz-Abercout ist natürlich auch wieder vorhanden. So. Aber dieses Mal ist es ein normaler Uppercut. Aber der trifft den Gegner jetzt anscheinend nicht mehrmals damit. Oder vielleicht stehe ich einfach nur dafür falsch. Aber von unten her ist der Angriff wirklich stärker. B nach oben auf jeden Fall. B auf die Seite. Damit dreht man den Gegner um. B nach unten und ganz normal B. So, und jetzt noch mal die Luftangriffe. B nach unten, kennen wir auch schon. Und hier noch B nach oben. B auf die Seite. Und B ganz normal. Und jetzt noch die Luftangriffe mit A. Ganz normal. Nach oben. Oh, wow, wow, wow. Link. Nach oben. Nach unten. Ganz normal. Und auf die Seite. Okay. Okay, ich glaube, das wäre es jetzt. Und jetzt kommt der Ultra Smash. Der eben natürlich auch den von Mario. Aber er ist ein bisschen ganz anders. Und zwar so. Da setzt er Megapillen ein. Okay. Training. Haben wir jetzt mal den Ultra Smash mit Mario ausgeführt. Jetzt kommt Dark Pit, nicht finsterer Pit. Gott, muss alles so blöd eingedeutscht werden. Ich könnte kotzen bei sowas. Naja, gut. Okay. Okay, das scheint ungefähr dasselbe. Oh, hey! Wow, 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 Little Mac. Okay, das scheint eigentlich dasselbe Prinzip zu sein. Eigentlich. So, auf die Seite. Nach oben. Nach unten. Es scheint wirklich dasselbe Moveset zu sein.
Wo ist da der Unterschied? Und Special Move. Finsterer Pfeil statt Lichtpfeil. Und hier auch der Uppercut. Nach unten sind auch die Schilde. Und hier nach oben ist auch dieser, ja, Sprung, sag ich mal. Und der Smash auf die Seite. Bam. Die K.O.-Anzeige bekommt er übrigens, wird natürlich auch nach dem K.O. auch wieder zurückgesetzt. So. Nach oben. Nach unten. Alter Schwede, ist das wirklich genau dasselbe Moveset? Ich verstehe das nicht ganz. Was ist denn der Sinn hinter Dark Pit? Und jetzt die Luftangriffe. Special nach unten. Oben wieder. Auf die Seite. Und ganz normal wieder. Und A-Angriff nach unten. A nach oben. A auf die Seite. A ganz normal. Und auf die Seite. Das scheint irgendwie dasselbe Moveset zu sein immer noch. Hä? Ich kapiere das nicht ganz. Gucken wir uns mal den Ultra Smash an. Da muss doch Unterschied bestehen. So. Da setzt er einfach einen, Laserstrahl ein. Einen dunklen. Also, da muss ich sagen, Dark Pit ist da wirklich unnötiger Charakter. Wenn man ein ganz anderes Moveset gegeben hat, dann würde ich ihn noch begrüßen. Aber auch Balusina, muss ich sagen. Da hat man ihn auch sein. Da hat man auch ihre Fähigkeiten direkt an die von Marv angepasst. Das habe ich nämlich gemerkt. Ich habe sie nämlich auch mal gezockt. Und ich würde gerade sagen, wer ist das? Dabei ist das Meta Knight, aber komplett in weiß. Okay, also normaler A-Angriff. Kennen wir schon. Auf die Seite. Auf die Seite. Nach unten. Nach oben. Und dann noch, der Sprintangriff. Der Smash. Smash. So, jetzt ein Zack. Und nach oben. Nach unten. Und noch die Special Technik. B. Das ist wieder der aufgeladene Schwertstoß. Zack. Oh yes. Der haut rein. Nach unten mit B ist wieder mal der Konter. Auf die Seite ist wieder mal die Schwertkombi. So, genau. Nach unten und hier nach oben zusätzlich. Genau. Das wird mit, wenn man auf die Seite Feuer drückt mit B. So, und jetzt wieder die Luftangriffe. In der Luft nach unten. Luft nach oben. Luft auf die Seite. In der Luft ganz normal. Und wieder mit B nach unten. Oben. Auf die Seite. Ja, genau, da kommt wieder die Kombi, wenn man mehrmals drückt. Und jetzt hier. Auch B. Einfach so. Okay, und jetzt der Ultra Smash. Auch genauso wie bei Marv. Stimmt einfach auf den. Er stimmt einfach auf den Gegner durch zu und ja. Schickt den weg. Genauso wie Marv. Blitzschnell an. Einfach blitzschnell wegstoßen. Ist echt komisch. Deswegen betrachte ich Lucina und finde Dark Pit eher als unnötig. Oh, sorry. Hab mich gerade kurz mal plötzlich verschluckt, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, da war plötzlich. Oh. Ist jetzt so plötzlich gekommen. Irgendwie ist was in die Lunge geraten und. Ah, ich weiß auch nicht. Sorry, dass ich euch damit erschreckt habe. Okay, die Standard-Move mit A bei Schok. Auf die Seite. Nach oben. Nach unten. Und noch die Smash-Angriffe.
Auf die Seite war das und jetzt wieder nach oben. Und nach unten. Ich sagte nach unten. Ja, wirbelt er sein Monado rum. Und jetzt noch der Sprintangriff. Darf auch nicht vergessen werden. Okay, und jetzt hier wieder die Moves kennen wir schon. Die Spezialmoves mit B-Knopf. Da kann er dann je nach Element seine Stats erhöhen. Weiß aber nicht genau, welches jedes Mal. Okay. Also ich weiß jetzt, wofür das sein soll. Ich glaube, Rot verstärkt zum Beispiel seinen Angriff. Und wenn man... Und Grün verstärkt dann seine schöne Geschwindigkeit und seine Verteidigung, glaube ich. Und wenn man gedrückt hält, kann man es wieder normalisieren. Und wenn man nochmal gedrückt hält und FZF drin drückt, kann man zwischen den Elementen herumswitchen. Blau zum Beispiel gibt es hier... Ach, das erhöht seine Geschwindigkeit. Ja, sorry, ich kenne mich da leider Gottes nicht so aus. Auf jeden Fall B ganz normal. B nach unten ist anscheinend der Counter-Move, also sein Vorhersage. Und ja, B nach oben und zusätzlich noch B drücken ist der R-Slash. Und B auf die Seite. Dieser, ja, Backslash. Okay. Und jetzt noch die Luftangriffe. Von mit A-Knopf nach unten. Nach oben. Und auf die Seite. Auf die Seite, ja. Und ganz normal. Ah, das sah stylisch aus. Und jetzt doch B-Knopf drücken. Konter. Ja, Element wechseln. Und ja, das war B normal. B nach oben. Auch der R-Slash und hier auf die Seite. Okay, und jetzt der Ultra-Smash. Gucken wir uns jetzt auch mal an. Okay. Oh ja, und da kämpft er mit seinem Partner. Und zack. Das war sein Kumpel Dunban. Hat auch eine wichtige Rolle in Xenoblade gespielt und war der erste Träger des Monado. So, und jetzt kommen wir noch zu Pac-Man. Der gute Pac-Man, der darf natürlich auch nicht fehlen. Ach ja, weil Namco ist ja auch bei der Entwicklung von Smash Bros. Mit beteiligt gewesen, falls ihr das noch gar nicht wusstet. So, B-Knopf ganz normal, damit sucht man sich, ja... Damit sucht man sich, irgendeinen Gegenstand aus, ein Obst oder so. Und je nachdem, welches Obst man ist, wird es in bestimmte Richtung geworfen und verteilt auch immer je nach Obst auch gewisse Menge an Schaden. So, B nach unten ist dieser Hydrant, der immer Wasserstrahlen verschießt, automatisch und den Gegner wegdrehen kann. B auf die Seite. Ja. Da macht er sich, erschafft er eine Kugelspur. Und zu der, der folgt er dann natürlich als normal Pac-Man und beißt alle Gegner auf seinen Wege. Okay. Und die ganze Mal haben wir schon gesehen. Und B nach oben ist natürlich sein Rettungsmove. Oh, und sein Trampolin. Das ihn immer weiter nach oben führt. Je öfter man es benutzt. Ich glaube, das hat er auch mal in so einem Pac-Man Jump'n'Run verwendet, weil Pac-Man gab es ja nicht nur so als Labyrinth-Spiel. Gab es auch andere Sachen. Minispiel-Serie zum Beispiel und so. Seine normale Combo haben wir noch gar nicht angeguckt, weil jetzt haben wir mit den speziellen Moves angefangen. Und der Angriff nach oben. Angriff nach unten. Ja. Schnappt er wieder als normaler Pac-Man zu. Oh ja. Und natürlich hier sein Sprint-Angriff. Auf die Seite haben wir uns auch schon
Ja, hatten wir noch gar nicht. Okay. Damit hatten wir mal die Standardangriffe auf dem Boden und jetzt noch in der Luft. A nach unten. A nach oben. A ganz normal. Und A auf die Seite. Und jetzt noch. Ja. B nach unten. Und B nach oben. B auf die Seite. Und B ganz normal. Genau. Und jetzt der Ultra Smash. Der ist episch. Den müsst ihr euch mal reinziehen. So, wenn Glurak mal zurückkommen würde. So, und jetzt Achtung. Jetzt wird Pac-Man nämlich zu Riesen-Pac-Man. Und den kann man natürlich jetzt herumsteuern. Und da kann seine Gegner immer wieder beißen und fressen. Und dafür sorgen, dass sie auch mal und dadurch immer kontinuierlich Schaden machen. Und wenn man ihm bereits sehr viel Schaden zugefügt hat, dann kann man ihn garantiert aus der Arena damit kicken. So, weil... Oh nein, die Smash-Moves haben wir uns doch gar nicht angeguckt. Oh Mann, ich bin so blöd. Sorry. Total vergessen. Ja, also das, die Trefferquote, oh, die Trefferquote von je nach Obst ist ja verschieden. Und auch der Schaden. So, der Smash-Move nach oben. Und auf der Seite, das setze ich jetzt meinen Geist ein. Und nach unten. Setze gleich die beiden restlichen Standardgeister ein. So. Okay, jetzt haben wir es aber wirklich. Okay, machen wir jetzt weiter mit Classic Mega Man. Oh yeah. Weil ich hab ihn einmal versucht anzuzocken in der Demo, aber ja. Habe ich ihn noch nicht so wirklich beherrscht. So. Okay. Der Standardangriff ist jetzt hier. Das Dauerfeuer. Mit seinem Plasma. Aufgeladen. Aufladen kann man es natürlich nicht. So. Und das ist auch der Sprintangriff. Dieser eine Wirbler, der ist ziemlich stylisch und cool. Nach unten ist der Angriff. Ist auch stark. Nach oben. Wow. Donnerwetter, da hat er ganz starke Angriffe drauf. Auf die Seite. Ja. Da setzt er einfach weiter seine Kanone ein. Ja. So. Oh. Okay. Er setzt nur seine Kanone immer weiter ein. Ich falle. So. Jetzt gucken wir uns mal B nach unten an. Deshalb schafft er sein Blätterschild und das kann natürlich auf die Gegner losschicken, wenn man nochmal B-Knopf drückt. Und nach oben, da setzt er sein Trampolin ein, also sein Hundetrampolin, das ihn auch als Rettungsmove dient, auf die Seite. Da schießt er anscheinend irgendeine stärkere Kanone. Eine Bombe, die auf den Gegner klebt. Und je nachdem, welche Gegner ihn berührt, dann... jedes Mal die Bombe weitergeben kann, bis dass sie nach einer bestimmten Zeit explodiert. Also so eine Art Klebebombe, die nach einer bestimmten Zeit explodiert. So. Und B ganz normal ist die Kreissäge. Hat Style. Ja. Ich glaube aber, dass er die Kreissäge sogar behalten kann. Aber wie, weiß ich jetzt nicht mehr. Die konnte er mal behalten. Okay, so sehen wir uns mal die Smash-Moves ein. Auf der Seite. Ja. Der aufgeladene Blaster. Nach unten. Seine Feuertürme. Nach oben. Seine, ja. Ja, Elektroattacke, würde ich sagen. Seine elektronischen Stäbe. Okay, und jetzt mal A-Knopf nach unten während der Luft. Seine fliegende Faust nach oben. Schafft ein Tornado. Und auf die Seite. Wow. Ein Feuerschwert. Okay. Und wenn er sich dabei umdreht, dann greift er mit dem anderen Schwert an. A-Knopf ganz normal ist wieder mal sein Blaster. Und jetzt der B-Knopf. Natürlich nach unten. Das Blätterschild wieder mal. Nach oben. Natürlich sein... Ja, treuer Hund.
dessen Namen ich leider vergessen habe, weil der hat auch einen berühmten Namen. So, auf die Seite ist natürlich diese Klebebombe. Und ganz normal ist die Kreissäge. Okay, und das ist der Ultra Smash. Okay, dann mal los. So. Okay, und da kommen alle anderen Mega Mans zum Einsatz. Mega Man X, Mega Man NT-Warrior. Naja, in Anime heißt es NT-Warrior. So, das ist Battle Network, Mega Man aus Mega Man Legends und Mega Man X. Also die anderen Mega Man-Versionen. Haben jetzt ihre volle Power zusätzlich gezeigt. Okay, und jetzt haben wir nur noch Sonic, dann haben wir alle normalen Charaktere durch, dann fehlen nur noch die drei Mies. Darin Donner in der Hitze des Kampfes bleibt unbemerkt, dass Darins Buch je nach Zaubersprung verschiedene Farben leuchtet. Naja, kann man natürlich individuell gestalten. Ja, und da haben wir ihn schon als Gegner. So, normale Combo-Technik. Naja. Sprint-Move. Und... Achso, das ist der weibliche Darin. Okay. Und natürlich noch nach oben. Und nach unten. Und auf die Seite. Ja, so eine Art Eselstritt. So, und jetzt der B-Move auf die Seite. Kann man natürlich aufladen. Setzt das einen Spin-Dash ein. B-Knopf ganz normal, der stürmt er einfach mit mittels Spin-Homing-Attack auf den Gegner. Nach oben ist natürlich sein Trampolin, sein treues. Und nach unten ist wow, der aufgeladene Spin-Dash, das muss man natürlich öfters drücken. Zack! Okay, und jetzt noch die Smash-Angriffe. Ja, auf die Seite. Und nach oben. Und natürlich noch nach unten. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Angriffen in der Luft. Nach unten mit A. Aufwärts mit A. Auf die Seite. Ja, auf die Seite und ganz normal. Und jetzt noch die Special Moves nach unten. Genau. Nach oben. Treuen Trampolin. Auf die Seite. Ja. Und ganz normal. Zack. Und jetzt der Ultra Smash. Wir kennen und lieben ihn. Sonic nutzt dies, macht das Team Chaos Emerald und wird zum Super Saiyajin. Und fliegt natürlich durch die Stage. Auf Vorsicht, man darf sich dabei nicht selbst, darf dabei Sonic nicht verlieren. Weil es nur schwer zu kontrollieren. Sonst fliegt er noch komplett raus. Ja, es ist eindeutig eine Anspielung auf Dragon Ball. 7 Chaos Emeralds, 7 Dragon Balls. Und Super Sonic ist eine Anspielung auf Super Saiyajin, aber eindeutig. Okay. Und jetzt kommen wir zu den Mii-Kämpfern. Zuerst mal ist der Mii Boxer, also der Mii Fighter. Kennen wir bereits. Aber der hat verschiedenste Spezialangriffe. Die sollten wir uns nur ansehen, wenn wir ja, die Special Techniques schauen wir uns dann im Mii Fighter Editor an. Zuerst mal schauen wir uns die Angriffe an. Hier die Standard-Kombi. Richtig schnelle Box-Moves. Bam. Und auf die Seite. Nach unten, nach oben und Sprint-Move. Und jetzt noch der Smash-Angriff, Bams. Das war auf die Seite, nach oben und hier noch nach unten. Come on. Alter! Ist das Timing eigentlich? Okay, nochmal. Zack. Naja, haben wir jetzt nicht getroffen, was soll's. So. Gut. Und jetzt kommen wir mal in der Luft den Angriffen. Nach unten. Nach oben. Auf die Seite. Und natürlich noch
Ganz normal. Sieht es sich doch nach nichts Besonderem aus. So. Und nun der Ultra Smash. Der ist episch. Okay. Ich habe noch Yoshi vorher gekillt, aber jetzt kill ich ihn endgültig. So. Ultra Smash. Boah, der geht ab, ne? Bam, 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 zack. Bam, 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 bam. Und zack. Oh, episch, oder? Killt leider den Gegner nicht ganz, nur wenn er schon eine gewisse Menge an Schaden genommen hat. Aber trotzdem ein epischer Move. Das macht den Lee-Kämpfer aus. Und da haben wir noch den Schwertkämpfer. Wie schon gesagt, die Special Techniques gucken wir uns jetzt noch einmal an. Also die gucken wir uns nochmal bei den Mii-Editor an. So. Jetzt kommen wir zum Mii-Schwertkämpfer. Ja, hier die Standard-Kombo. Auf die Seite. Und hier wieder Sprint-Move. Und nach oben. Nach unten. Und hier noch der Smash-Move. Cool. Und nach unten. Auf die Seite haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, aber jetzt sehen wir es mal. Okay. Und jetzt noch von der Luft aus. Nach unten. Nach oben. Und auf die Seite. Ja. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Und ja, ganz normal. Und jetzt kommen wir zum Ultra Smash. Der ist auch ziemlich cool. Achtung, fertig, los! Haha! Jede Menge Luftschnitte. Das macht den Mii-Schwertkämpfer aus. Sorry. Und jetzt noch der Mii-Gunner. Den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Okay. Also hier noch zum Beispiel die Standard-Kombi. Dann noch mit, wow. Achtung. Nach oben. Nach unten. Und hier der Sprintangriff. Und auf die Seite. Ja, da schießt der, ballert er schon los. Und ist noch nach. Der Smash-Angriff nach oben. Ja, der ist eindeutig an Samus angelehnt. Und hier noch nach unten. Auf die Seite. Pff, oh yeah. Das ist schon epischer. So, und jetzt auch Luftangriffe nach unten. Nach oben. Haben wir schon mal gesehen. Auf die Seite. Bam. Und ganz normal. Okay, und jetzt der Ultra Smash. Der ist auch episch. Okay, Achtung. Es geht los. Ein weiterer Hyper Beam. Yes. Also, die Mii-Kämpfer an sich haben wirklich ein extrem geniales Moveset, muss ich sagen. Gut, damit haben wir uns eigentlich schon so ziemlich das Moveset angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal das Charakterstudio mit den Mii-Kämpfern an. Weil da kommen noch die Spezialtechniken dazu. Zuerst mal der Mii-Kämpfer. Haben wir eigentlich schon mal gesehen, die Spezialangriffe. Das, was wir gesehen haben, war der Ultra-Aufwärtshieb. Also, der erste ist der Eisenkugel. Diese Eisenkugel hat Durchschlagskraft, sie fliegt aber nicht weiter und prallt nirgends ab, genau. Kann einfach die Eisenkugel werfen, als Geschoss verwenden und damit den Gegner wegstoßen. Flammenfuß, explosive Tritte, alles zumindest deinen Fuß in Flammen aufgehen lässt. Dann noch. Oder wir gucken sie uns einfach doch an, weil wir können ja dann den austesten. So, zuerst mal hier die Eisenkugel. Turbo-Tritte kennen wir schon. Jetzt probieren wir es mal mit dem Feuerkick. Helikopter-Kick kennen wir auch schon. Jetzt kommt der Salto-Kick mal dran. Und wir nutzen die Flugkopfnuss. So. Testen wir das mit R. Können wir ja zum Glück. Da können wir uns an einen Sandsack austoben.
So. Das mal als B ganz normal. Das ist die Kugel. Ja, die macht ziemlichen Schaden. Dann hier der Feuerkick. Von der Seite mit B auf die Seite und nach unten. Ja, ist dieser Kopfschmerz. Aua. Ja, das muss wehtun. Und hier noch dieser Salto-Kick. Gar nicht schlecht. So, gucken wir uns mal die anderen Angriffe an. Weil ich denke, in der Luft sehen sie auch genau gleich aus. Da brauche ich es jetzt nicht auch nur in der Luft zeigen. So. Ultra-Aufwärtshieb hatten wir schon. Jetzt der Flammenfuß und hier Turbo-Dritte, Kopfschmerzmacher, Dampfhammer. Hatten wir noch gar nicht. Und die Sprungfinte. Ich glaube, die Kindritte haben wir. Ja, Sprungfinte. Okay. Test. Sorry, dass ich euch jetzt den Part so voll huste. So. Das ist mal der Flammenfuß. Bam. Das hatten wir eigentlich auch schon mal. Und hier noch unten. Die Sprungfinte. Einfach so ausweichen. Genau. Kann man einfach deine Gegner in der Luft bearbeiten. So. Der Kopfschmerzmacher. Bam. Und der Dampfhammer. Ja. Einfach so Fäuste. Bam. Okay. Coole Techniken. Aber ich bevorzuge erstmals hier nur das, was ich ja schon eingestellt habe. Ultra-Aufwärtshieb. Turbo-Tritte, der Helikopter-Kick und die Kind-Tritte. So. So wollte ich das, so habe ich das eigentlich immer gern gehabt. Und so, so möchte ich das auch weiterhin beibehalten. Okay. Und jetzt noch der Mii-Schwertkämpfer. Und dann hätten wir eigentlich alles schon mal gesehen. Okay. Jetzt kennen wir schon Schnellschlitze. Der Glanzschuriken. Gibt es da noch? Dann Salto-Stich. Oh nein, Moment. Ist doch lieber das Chakram, wenn wir schon, wenn wir schon mal Fernwaffen gesehen haben. Und die Klingenkombi kennen wir bereits. Jetzt versuchen wir es mal mit dem Gravitationshieb. Der Schwertwirbel ist wie ein, genauso wie der von Link. Der Wilf-Reflektor reflektiert Geschosse und dreht sie in die, und dreht Gegner in die andere Richtung. Und einen Kraftstoß gibt es auch noch. Wir gucken uns aber jetzt den Wilbe-Reflektor an. So, testen wir mal los. Okay, mit B. Das ist der Schurik. Das ist, das Glanzschuriken. Dann noch das Chakram. Je weiter entfernt das Schuriken, desto mehr Schaden macht es. Aber es hat anscheinend auch seine Grenze. Hm. Ja, okay. Also für Nahkämpfer ist es auf jeden Fall nicht das Chakram. Oh. Das Chakram hat anscheinend auch immer eine verschiedenste. Hm. Verschiedenes Muster. Okay, man muss anscheinend da mitspielen mit dem Analogstick, weil das ist nicht random, was es da macht. Nein. Man muss da den Analogstick gleichzeitig drehen, um den Chakram schneller zu machen. So, der Gravitationshieb. Nicht schlecht. Und der Wilbe-Reflektor. Schadet natürlich auch ein bisschen und kann Geschosse zurücksenden. So. Jetzt noch die anderen restlichen Spezialtechniken. Aber wieso stellst du eigentlich dann wieder auf Standard? Ich könnte es genauso gut wieder einfach auf Nicht-Speichern gehen. So, der Salto-Stich, der Schwertwirbel und der Kraftstoß. Und testen wir das mal wieder aus. Okay, Tornado-Dieb. Wow. Gar nicht schlecht. Und dann noch der Salto-Stich. Bei dem muss man aufpassen, dass man nicht über den Gegner dabei drüber springt, weil sonst landet man dabei im Aus.
Schwertwirbel kann man sich auch aufladen. Das ist eindeutig an Link angelegt. Und der Kraftstoß. Das ist auch nicht schlecht. Und ja, die Luft, da stirbt man nämlich auf den Gegner runter. Ja, natürlich auch in der Luft. Und der Salto-Stich, damit ich auch hier Luft ausführen kann. Ja, Salto-Stich kann man natürlich auch aufladen. Wodurch man nicht nur mehr Angriff, nicht nur mehr Schaden macht, sondern auch schneller auf den Gegner zustimmt. Und eine größere Reichweite hat. So. Nein. Okay. Jetzt ist auch der Miganer und seine Spezialtechniken. So. Wir haben bereits den Energiestoß gesehen. Damit, ja. Schießt denn. Das ist natürlich im Stile von Samus. Man legt das auf. Und da kann man einen Superplasmaschuss einsetzen. Bombenschuss. Und man kann dann nämlich die Stärke und Reichweite erhöhen, wenn man den Knopf gedrückt hält. Weil, wenn man das abschießt, dann wird das noch vorher. Das bringt es natürlich vorher noch nichts, aber wenn es den Gegner trifft, dann. Ja. Aber wenn es dann erstmals explodiert, dann muss sich der Gegner auch in der Nähe befinden. Raketenhieb, der Uppercut nach oben und der Vortex-Schild, der Kinderschuckerschuss aufsaugt und einen heilt. So. Probieren wir mal das Laserfeuer. Das ist so wie bei Fox, seine Laserpistole. Und hier den Brennball. Raketenhieb. Probieren wir mal Wolkensprung. Und der Vortex-Schild, da probieren wir stattdessen die Rollbombe aus. Okay, dann mal los. Okay, mit B-Knopf. Ihr seht es ja. Der Gegner hat leider keinen Rückstoß dadurch. Der Brennball. Der Mini-Inferno verursacht. Der Wolkensprung. Wo man einfach runterschießt. Und die Rollbombe. So, einfach so. Die bei Gegnerkontakt sofort explodiert. Oder mit der Zeit. Aber ich selbst glaube, ich kann dadurch keinen Schaden erleiden. Und genauso ist es auch in der Luft. Und hier. Kennen wir alles schon. Okay. Jetzt nur noch die letzten Spezialtechniken und dann sind wir hier fertig. Der Part ist eh schon ziemlich lang, ich wette drauf. So, der Granatenwerfer, Bombenschuss hatten wir schon, Spezialrakete, das ist so wie, Samus, Missile, Sternenflug und den Boostreflektor. Das testen wir mal wieder aus. Der Boostreflektor, glaube ich, schickt auch Schüsse wieder zurück auf den Gegner. So. Genau, so wie bei Fox halt. Und schädigt auch ein bisschen den Gegner. Sternenflug. Hä? Das ist eigentlich derselbe Angriff wie schon. Ja, das ist ziemlich der. Ja, wenn man ganz schnell wie bei einem Smash-Angriff zusätzliche B drückt, dann kommt eine größere Rakete raus. Okay, kann auch daneben gehen, wenn man länger gedrückt hält. Hat aber dann umso mehr Angriffskraft. Wenn man ganz nah ist, dann müssen wir den Gegner auch garantiert treffen. Genau. Es ist halt wie bei einem Smash-Angriff, man muss da direkt drücken. Also da würde ich eher die andere Spezialtechnik wirklich vorziehen. Weil der Sternflug ist, glaube ich, nicht so wirklich das Wahre. Jetzt habe ich auch die Griffe bei den Charakteren vergessen. Naja, aber das möchte ich jetzt auch nicht mehr zeigen. Ich dachte gerade, okay, da war doch irgendwas. So. Okay, wir haben das Moveset der Charaktere gesehen. Aber bis auf die Griffe, aber das lassen wir lieber sein. Weil ich setze auch kaum Griffe ein, sondern kämpfe lieber mit meinen Fäusten und meinen Keks und meinen Schwertern oder was auch immer. Puh, das war's jetzt also eigentlich. Wir können uns auch mal die ganzen Charaktere angucken.
Mein Gesamtfazit lässt aber dann während der Online-Parts auf sich warten. Ja, ich würde sagen, meine Meinungen gebe ich dann beim letzten Online-Part nochmal ab. Und was ich jetzt von den ganzen Charakteren so halte. Und ich würde sagen, danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush49. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und wir sehen uns dann bei den Online-Parts. Das war es jetzt jedenfalls mit den Solo-Player-Modi. Wir sind da komplett durch. Und ja, hoffe, ihr seid dann auch mit dabei, dass ich dann gegen euch spielen kann. Ansonsten spiele ich halt wieder gegen random Gegner, was soll's. Da werden ja wohl genügend schon online sein. Auf jeden Fall würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dann mit dabei seid und wenn ihr dann unter dem Infovideo dann auch die Freundescodes bekannt gebt. Okay, danke fürs Gucken und auf Wiedersehen und tschüss, Leute!